Shalom und herzlich willkommen zu Keta Healing. Heute sind wir bei dem 13. Engel der Kabbalah, genannt Jezelael. Er gehört zum Engelschor der Aufanim. Die Bedeutung ist der über alles besungene Gott. Als Erzengel haben wir Raziel, in der Gematrie haben wir die Zahl 47. Die Physis, die Zeit, ist der 21. Mai bis 25. Mai. Als Sternzeichen haben wir den Zwilling. Die Zeit für die Aktivierung ist 4 Uhr bis 4 Uhr 19. Als Thematik haben wir hier im Inneren und im Äußeren Harmonie walten lassen. Himmelsrichtung haben wir Osten, Grad im Tierkreis haben wir 61 bis 65 Grad. Dekanplanet ist der Jupiter. Dieser Engel wirkt gegen Ehebruch, gegen Betrug, gegen Treuelosigkeit und gegen Eifersucht. Dieser Engel wirkt für die Treue und für die Loyalität. Im Namen dieses Genius liegt die Kraft, Eheleute wieder zusammenzuführen, Freundschaft herzustellen. Er hilft bei der Versöhnung und Beteiligung von Streit. Als Geburtstage haben wir heute den 30. Geburtstag am 23. Mai 2021 von Lena Meyer-Landroth. Sie ist eine deutsche Sängerin, Siegerin beim Eurovision Song Contest im Jahr 2010 in Oslo mit dem Lied Satellit. Dann haben wir noch Thomas Reiter, er feiert seinen 63. Geburtstag, ist ein ehemaliger deutscher Raumfahrer, unter anderem Missionen zur Mir 1995 und zur ISS im Jahr 2006 absolviert. Und dann haben wir noch Otto Lilienthal. Er würde heute seinen 173. Geburtstag feiern. Er war ein deutscher Pionier der Luftfahrt und des Flugzeugbaus, der Gleitflugzeuge konstruierte und mit seinen ab 1891 zahlreich durchgeführten Gleitflügen als erster Flieger der Menschheit gilt. Und dann haben wir auch noch den 56. Geburtstag von Tom Teichwer. Er ist ein deutscher Filmregisseur, Produzent und Komponist, der bei Kinoerfolgen wie beispielsweise Lola rennt Regie geführt hat. In diesem Sinne, alles Gute und viel Erfolg bei der Aktivierung von dem 13. Engel Jezelael. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, ciao.